Abmahnungen sind das Gebot der Stunde, wenn es nach dem Willen einiger Politiker geht. Richtig, sie haben sich damit ein zweites Standbein geschaffen, manche ein eigenes Büro eingerichtet und doch tut man nichts anderes, als die sozialen Medien durchforsten. Wo gibt es einen Hashtag? Wo gibt es einen Post? Wo gibt es einen Kommentar, der sich geringschätzig, abwertend, kritisch oder aber bösartig mit der jeweiligen politischen Person des öffentlichen Lebens beschäftigt? Dann wird abgemahnt und nicht selten kassiert. Eine der Frontfrauen, die dieses Geschäftsmodell für sich entdeckt haben, ist Safsan Shepli. Sie ist heute eine unserer Heldinnen des Critical Coffees, meines Podcasts mit Peter Jürgen, dem Kolumnisten, der schon über 1700 ganz persönliche Blickwinkel auf das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland formuliert hat. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann seid ihr dabei, wenn es jeden Sonntag heißt, 17 Uhr Kaffee ohne Kuchen. Heute haben wir die Ausgabe ein wenig früher aufgezeichnet. Grund dafür ist Folgendes. Peter Jürgen ist nicht nur Kolumnist, nein, er ist auch deutscher Meister, Europameister und Vize-Weltmeister seiner Altersklasse im Triathlon. Und heute steht er, während wir hier plaudern, kurz davor, die Ziellinie zu überlaufen beim größten Triathlon-Spektakel weltweit in Roth in Franken. Ja, und Fun Fact am Rande: Dabei wird er 180 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen. 180 Kilometer? Richtig, das ist genau die Strecke, die Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, von Frankfurt am Main nach Luxemburg geflogen ist, weil es ihr sonst zu lange gedauert hätte. Schaut rein, viel Spaß. Hallo, Okay. meine lieben Freunde, zum vierten Mal begrüße ich euch ganz herzlich zum Critical Coffee mit Peter. Das hier ist jetzt etwas wie ein Zeit-Raum-Kontinuum, denn wenn ihr das hier seht, dann steht Peter im Kampf mit sich selber und im Dialog mit seinem inneren Schweinehund irgendwo knapp vor der Ziellinie beim wohl größten Triathlon in dem globalen Kontext in Roth. Unser deutscher Meister, Europameister, Vize-Weltmeister hat es sich nämlich nicht nehmen lassen, dieses Jahr dort an den Start zu gehen. Deswegen zeichnen wir diese Ausgabe vom Critical Coffee etwas früher auf. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie er abgeschnitten hat, das erfahrt ihr unten, sobald wir es wissen, in der Videobeschreibung. Erstmal aber, hallo, viele Grüße nach Roth. Hallo Peter. Ja, hallo, viele Grüße. Hallo Chris. Chris mit neuer Frisur. Ja, ich habe mich ein wenig der Situation angepasst, weil Zeitverschiebung bedeutet auch, wir wissen noch nicht, wie das Viertelfinale gegen Spanien ausgegangen ist. Und ich habe mich anlassgemäß ein wenig in Also stehen dir Form. jetzt schon die Haare zu Berge. So ist es. Warten wir mal ab, wie sich das heute ergibt. Aber apropos, war ein gutes Stichwort, die Haare zu Berge stehen. Wenn wir die Woche Revue passieren lassen, die sich bisher für uns so dargestellt hat, dann gibt es zwei Sachen, die sehr spannend sind. Auf der einen Seite für die, die zum ersten Mal dabei sind, auf jeden Fall rein abonnieren. Denn der Mann zu meiner Linken hat diese Woche sein 1700. Kolumnenjubiläum vollbracht. 1700 Kolumnen um die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse in Deutschland. Und Haare zu Berge stehen ist da ein sehr, sehr gutes Wort. Denn ich glaube, wir fangen einmal da an, wo wir aufräumen mit einer Hausaufgabe, die ihr uns aufgegeben habt beim letzten Mal. Denn es ging ja um den Muckefuck der Woche. Und ich freue mich, mit welcher regen Anteilnahme ihr da dabei seid. Wir haben über 800 Abstimmungsergebnisse, die zu einem finalen Ergebnis geführt haben. Zur Wahl standen ja, ich erinnere euch daran, auf der einen Seite Olaf Scholz und sein Sommerinterview. Dann mein Kollege, der Journalist Preis, auf der anderen Seite im Sommerinterview. Das war aber alles nichts. Die lagen alle im tiefen einstelligen Bereich, denn mit 92%, das sind Ergebnisse, die wird sie politisch niemals einfahren. Nancy Faeser hat den Muckefuck der Woche, der letzten Woche, für sich entschieden. Und es ist ein offenes Geheimnis, das werde ich jetzt schon mal ganz kurz mit in den Raum werfen. Wir haben uns entschieden, aufgrund dessen, was ihr jetzt gleich erfahren werdet, was nämlich diese Woche passiert ist, sie ist wieder dabei. Das hat so ein bisschen was von der guten alten deutschen ZDF Hitparade mit dem Dieter, dem Thomas, dem Heck. Denn auch da war es so, es gab immer die Altnominierten und ein paar Neuvorstellungen.
Mit dieser Tradition wollen wir da nicht brechen. Aber Peter, kommen wir zum Montag. Montag, 1. Juli 1697 stand bei der Kolumnennummer und du hast dich beschäftigt mit einer Dame, die immer wieder aufpoppt, wenn man mal so sagen darf. Also sie ist ja politisch nicht mehr in Amt und Würden, hat aber nach wie vor wohl eine Geldquelle für sich entdeckt, denn Abmahnung, das war schon immer ihr Thema. Aber Safsan Şeypli ist wieder da. Seit ihrer Zeit, sie war ja auch, glaube ich, Sprecherin des Auswärtigen Amtes und hat da keine besonders gute Figur abgegeben. Und ich glaube, das ist 2 Jahre her, dass man sie aus dieser Position rauskomplimentiert hat. Aber sie ist immer wieder schon mal ins Gespräch gebracht worden, als beispielsweise Nachfolgerin von Ferda Ataman, als Antidiskriminierungsbeauftragte, weil sie sich halt in der Szene einen Namen gemacht hat, weil sie im Prinzip ein eigenes Büro beschäftigt, um Strafanzeigen beziehungsweise um Verstöße gegen ihre Persönlichkeit, die sie so wahrnimmt, in Form von Strafanzeigen dann an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben. Und das nicht in einer geringen Anzahl, sondern im Schnitt so 30, 40 pro Woche. Und sie hat sich sehr stark gemacht gegen den Hass im Netz und insbesondere gegen ihren und hat daraus eben das Geschäftsmodell gemacht, weil so ganz ohne Geld läuft das ja auch nicht ab. Vor allem, wenn sie recht bekommt. Und was mir am Montag halt besonders aufgestoßen ist, das war ihre Aussage, dass aufgrund der steigenden Diskriminierung, die sie so wahrnimmt, dass sie ihren Stolz als Deutsche zu gelten verloren hat. Und dass sie tatsächlich überlegen würde, wenn sich der Trend in der nächsten Zeit so fortsetzt, eben das Land zu verlassen. Wobei, ich kann jedem nur raten, Leute, ich verlinke es aber unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr die einzelnen Kolumnen nachlesen. Da kommt ihr jetzt auf seinen Telegram-Kanal von Peter und auch seinen Kanal bei Facebook. Es ist wirklich lohnenswert, also wirklich rein abonnieren. Aber gerade bei Şeypli ist es ja so, sie droht mit etwas, was für sehr viele eine Erleichterung wäre. Also das ist meiner Meinung nach kein Drohungspotenzial. Denn sie ist nichts, was wir wirklich vermissen würden. Und das nächste ist, wenn sie sagt, sie ist nicht mehr stolz darauf, Deutsche zu sein, dann ist das kaum eine Veränderung zu ihrem Status vorher. Denn wie hast du das bis dato wahrgenommen? Bis dato war es ja so, dass sie zumindest mit dem klassischen Deutschsein ja vorher schon Probleme gehabt hat. Ja, vor allem, sie hat ja immer wieder betont, dass sie eine Deutsche mit palästinensischen Wurzeln sei. Und es gehört für mich zum modernen Gegenwartsbild, Menschen, deren Migrationshintergrund von wo auch immer kommt, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, eben als solche auch anzuerkennen. Auch ohne groß darüber nachzudenken, kommen sie jetzt aus Palästina oder aus dem Kosovo oder sonst woher. Nur bei ihr ist es ein bisschen anders, weil sie hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass ihre palästinensischen Wurzeln ihr die Sympathie für ihr Ursprungsvolk insoweit auch auferlegt haben, dass sie auch Positionen beispielsweise gegen Israel und gegen das Judentum bezieht. Und das ist für mich eigentlich ein No-Go, gerade in Deutschland. Und in diesen Zeiten, seit dem 7. Oktober, ist es festzustellen gewesen, dass sie sich zunehmend in die mediale Welt wieder eingeschaltet und zurückgemeldet hat und gegen jüdische Mitbürger giftet und sich den pro-palästinensischen Protesten anschließt. Und das finde ich einfach nicht gut. Ja, und das war auch sehr sinnvoll, das zum Thema zu machen, denn diese Überempfindlichkeiten, die sie auf der einen Seite an den Tag legt und die Rechte, die sie für sich da einfordert und einklagt, und auf der anderen Seite wiederum dieser Toleranzbereich, das wird uns ja heute noch mehrfach beschäftigen, dass man also moralische Barrieren und Hemmungen ganz gerne für andere an den Tag legt und definiert, aber selber damit relativ großzügig umgeht. Und damit kämen wir zum Dienstag. Dienstag, 2. Juli, man schreibt Kolumne 1698. Und ich habe es mal für mich überschrieben mit Die Killer im Auftrag des Bundesadlers. Und es geht um die Aussage von Antonio Rüdiger im Rahmen eines Interviews nach dem Fußballspiel, dem Achtelfinale gegen Dänemark. Ja, das hat jetzt, wenn ich heute
darüber schreiben müsste, würde ich noch was hinzunehmen. Du weißt, wovon ich spreche, von dem sogenannten Wolfsfinger. Die, sagen wir mal, die Politisierung und die Übertragung von Gewalt, affinen Formulierungen im Fußball ist schon, sagen wir mal, ein Grenzbereich. Ich sag's mal so. Ich habe in den Folgetagen, als Antonio Rüdiger davon gesprochen hat, also man hätte die Dänen frühzeitig töten müssen und das als Versäumnis, als Mannschaftsversäumnis also erkannt hat, ist mir dann nochmal durch den Kopf gegangen, ja, in welcher Sprache bedienen sich denn eigentlich die Sportler überhaupt? Und daraus ist ja auch eine große Diskussion entstanden innerhalb des Netzes, aber auch innerhalb der Printmedien, ob das, was Antonio Rüdiger da gesagt hat, okay wäre oder eben nicht. Ich bin der Meinung, er sollte sich seiner Worte, auch wenn er vollgepumpt mit Adrenalin nach dem Spiel noch auch emotional belastet steht, seiner Funktion als Vorbild bewusst sein. Aber irgendwie scheint es bei ihm daran zu hapern. Ja, wobei man muss auch da fairnesshalber sagen, gerade im Fußball gibt es nun eine extrem hohe Affinität zu martialischen Ausdrücken, weil man darf ja auch eins nicht vergessen, wir reden von Angriff und wir reden von Verteidigung, wir reden von Torschützen und von allen Begriffen, die wir im militärischen Bereich genau kennen. Abwehrbollwerk. Ja, Luftkampf, also, und das ist Ja. nichts, was uns über Jahre gestört hat. Ich habe dazu eine längere Abhandlung, ein Essay geschrieben, was auch morgen noch online, ihr werdet es schon sehen, weil es ist für euch dann gestern online kommt. Denn es geht mir auch darum, es gab in deiner wie in meiner Jugend ein Straßenspiel, das nannte sich sogar Deutschland erklärt den Krieg an. Man muss sich vorstellen, da wurde mit Kreide ein Kreis auf die Straße gemalt und es wurde ein Tennisball hochgeworfen, die Leute stürzten auseinander und man hat nun versucht, den Ball zu fangen oder Völkerball ähnlich miteinander zu spielen. Das Spiel geht zurück auf eine Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905, 1906, dass die Sprache sich weiterentwickelt und man hier eine andere Sensibilität entwickelt hat, glaube ich, ist normal, aber hast du schon mal eine Dame geschlagen? Ja, beim Schach. Ich tue es regelmäßig, denn ich spiele leidenschaftlich gerne Schach. Und das sind auch Aussagen, da macht man sich keine Gedanken drüber, weil sie, und das ist das für mich Wichtige, kontextrelevant sind. Es ist nicht das Maß der Dinge, wenn man jedes Wort einzeln auf die Goldwaage legt, weil jedes Wort für sich kann eine ganz andere Bedeutung haben, als wenn du es im Kontext betrachtest. Und diese Befindlichkeiten, die wir mehr und mehr an den Tag legen, diese Empörungstradition, die sich in Deutschland entwickelt, ist meiner Meinung nach kontraproduktiv, wenn man jemandem nicht die Chance gibt, es aus dem Kontext heraus zu lesen. Und da ist der gezeigte Wolfsfinger eine ganz andere Nummer, weil der wird ja erst durch den Kontext zu einer dramatischen Bildung. Denn das könnte genauso gut für uns der Schweigefuchs sein. Jetzt seid mal bitte schön ruhig, weil es ist dieselbe Geste. Und ich gebe dir insoweit recht, wenn ich weiß, dass ich in einer Situation bin, die ohnehin kontaminiert ist. Und Antonio Rüdiger, auch mit seinem Tahitfinger, hat schon eine mangelnde Sensibilität bewiesen. Denn ihm muss klar sein, selbst wenn diese Geste für ihn nichts anderes als eine religiöse Bedeutung hat, so ist es ja wichtig, welche Bedeutung es für die Menschen hat, die ihn damit in Verbindung bringen. Der Kontext macht auch da meiner Meinung nach die Musik. Wie siehst du das? Ja, vielleicht kann man an der Stelle auch etwas ins Spiel bringen, was sich nach dem Spiel Türkei gegen Österreich ereignet hat. Der Spieler Grilic, heißt er so, der da Ja. interviewt worden ist, der hat ja dann auch im Grunde genommen einen aus meiner Sicht ungerechtfertigten politischen Nebenton in dieses Interview mit reingebracht, der mir wieder deutlich gemacht hat, wie sehr sich inzwischen der Sport in die Politik in den Sport hineinfiltriert hat. Und man kann natürlich alles aus 360 Grad sich betrachten und diese oder jede Meinung finden. Das, was du gesagt hast in puncto
Es ist die Perspektive, von der aus eine solche Formulierung wie Spieler töten oder Mannschaften töten betrachtet wird, kann man immer unterschiedlich werten. Im Grunde tut man am besten daran, indem man einfach sich nur um das kümmert, wofür man da ist, nämlich gegen den Ball zu treten, den ins Tor zu schießen oder zu verhindern, dass man ihn ins Tor bekommt. Und Schluss und Punkt. Das wär's dann gewesen. Dann wäre ein Herr, weiß nicht, wie der türkische Spieler heißt, der wäre heute nicht gesperrt. Und es würde über Antonio Rüdiger auch gar nicht diskutiert werden müssen. Vollkommen richtig. Aber den Ball lege ich dir jetzt nochmal sozusagen vor. Die Vorlage kommt nun zu dem nächsten Beitrag am Mittwoch, weil der schließt sich ja nahezu nahtlos an. Wenn du dir vorstellst, es geht um das Speed-Dating von Baerbock im Nationaltrikot mit Wüst, CDU und Lauterbach, SPD im Stadion. Selbes Spiel, Deutschland-Dänemark. Und sie grinst übrigens. Ich habe heute erfahren, über 700 Karten bekommt die deutsche Politik, der Bundestag, die Regierung von der UEFA zur Verfügung gestellt für ihre politischen Würdenträger. Also Baerbock im Fußballstadion, beziehungsweise wie kam sie dahin, wie kam sie von da weg? Damit hast du dich am Mittwoch beschäftigt. Nachdem ich mich dann trefflich aufgeregt habe, bin ich zu einer etwas abgewandelten Ansicht zum Thema Baerbock gekommen. Also jetzt einfach zu sagen, die Frau, die fliegt ungerechtfertigterweise eine Strecke von knapp 180 Kilometern mit dem Flugzeug, auch entgegen der Grundsätze ihrer eigenen Parteibeschlüsse, ist auf eine Außenministerin, würde ich mal sagen, nicht immer anwendbar. Und in diesem Fall zum Teil entschuldbar. Also, wie ich auch gehört habe, ist es inzwischen auch so bekannt geworden, dass ohnehin eine Maschine für einen Rückflug zur Verfügung gestanden hätte und die wäre dann möglicherweise auch leer geflogen. Aber trotzdem hat Baerbock eine Chance verpasst. Sie hat nämlich die Chance verpasst, dass sie in dem Moment gesagt hätte: Okay, also wir haben ja schon drüber geredet. Mit der Bahn zu fahren, schickt sich nicht für eine Außenministerin aus sicherheitstechnischen Gründen, aber sie hätte mit ihrem Autokorso den Weg nach Luxemburg nehmen können und hätte damit ein Beispiel oder ein Zeichen gesetzt. Seht her, ich achte die Regeln der Nachhaltigkeit, die wir postulieren. Das hat sie nicht gemacht, die Chance hat sie verpasst und den Vorwurf kann ich ihr nicht ersparen. Du hör mal, ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Sie hat mit viel Brimborium und Presserummel ihre Flotte vorgestellt. Elektrofahrzeuge, Mercedes EQS, wurden fürs Außenministerium, also für das Auswärtige Amt, angeschafft. Nun muss man sich mal überlegen, was machen die überhaupt mit so großen und so vielen Autos, weil das Auswärtige Amt fährt ja in der Regel eben nicht zu ihren Diensten und Jobs, sondern sie fliegt ja sehr viel. Weil ich gebe dir recht, Auswärtiges Amt bedeutet globale Mitverantwortung, da ist sie öfter mit dem Flieger unterwegs. Aber es gibt für mich zwei Punkte, die das Ganze eben moralisch, nicht rechtlich, das darf sie, das Recht hat sie, aber moralisch in fragwürdiges Licht stellen. Also eins, dieses Speed-Dating, denn für mich war das so, was hat sie bei dem Fußballspiel zu suchen, wenn sie weiß, dass sie als Außenministerin am anderen Morgen ausgeschlafen in Luxemburg sein muss, dann setze ich Prioritäten. Wenn ich mich mit meinen Kollegen aus Europa treffen will, dann spiele ich nicht abends noch die Kuschelmaus mit Hendrik Wüst, an den sie sich rangeschmissen hat. Und ganz ehrlich, mir ist das viel saurer hochgestoßen, dass sie jetzt schon PR in eigener Sache gemacht hat. Denn Nancy Faeser, das kann ich mir noch schön denken, die Frau nicht, aber die Tatsache, dass sie da war, weil als Sportministerin kann ich eine Sinnsynthese herstellen zu einem Fußballspiel. Bei ihr ist es aber so, das ist ein ureigenes Interesse für sich selber. Donnerstag ging es dann wieder einmal, muss man ja sagen, um unsere Bundesinnenministerin, die ja nicht nur für Sport zuständig ist, sondern auch für Sicherheit und damit für unser aller Wohl sorgen soll. Peter hat sich auf sie eingeschossen und böse Zungen behaupten ja, die Frau tut ja gar nichts, wobei das im doppelten Wortsinn. Was war für dich die Motivation, dich nochmal mit Nancy Faeser und Bad Oeynhausen zu beschäftigen? Ja, also es gab da zwei wichtige Dinge, die mich ein bisschen außer Atem gebracht haben. Zum einen war es eine Falschaussage, die sie als Basis dafür genommen hat,
unserer Gesellschaft fehlende Bereitschaft zur Integration der Neubürger, also der geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen, zu leisten, und zum anderen, dass sie damit den Täter in den Vordergrund gestellt hat und das Opfer im Grunde genommen keine Rolle mehr spielt. Zumal ja noch hinzukommt, dass sie sich, seit der junge Mann getötet worden ist, nicht mit einem Wort des Bedauerns oder des Mitgefühls an die Familie gewendet hat, sondern sie hat, und ich habe das auch vorige Woche so beschrieben, sie hat den Vorgang als Amtsvorgang und Zuständigkeit an das Land Nordrhein-Westfalen verwiesen. Und ihre Aussage, dass der junge Mann, der junge Syrer, der im Tatverdacht steht, im dringenden Tatverdacht steht, diesen Mord begangen zu haben, seit 8 Jahren nur in Flüchtlingsunterkünften leben würde und dass die Gesellschaft aus diesem Grund eine Mitverantwortung daran trägt, wie er sich sozial entwickelt hat, wurde ja dann auch gleich von Innenminister Reul, so wie ich mitbekommen habe, und auch vom Bürgermeister von Bad Oeynhausen dementiert. Der junge Mann hatte mitnichten 8 Jahre nur in räumlicher Enge von Flüchtlingsunterkünften zugebracht, sondern er war unmittelbar vor der Tat auch aus dem Status einer Wohnung mit seiner Familie gekommen. Und Ja, ich bin auch der Meinung, dass an dieser Stelle eins zu erwähnen ist. Er ist ja im Rahmen des Familiennachzugs 2016 nach Deutschland gekommen. Das heißt, man hat ihm hier schon in einer sehr generösen Geste die Möglichkeit gegeben, wieder zu der Familie dazuzukommen. Das heißt, hier sind wir ja schon entgegengekommen und haben von unserer Seite uns eingebracht in diese Familie. Das nächste, was ich bei der ganzen Sache als sehr makaber ansehe, gibt es da ein arithmetisches Berechnungsmodell, ab wie viel Quadratmeter bin ich moralisch so gefestigt, dass meine Wohnungsgröße mich gegen Straftaten schützt. mehr gibt's Also, nicht. so nach dem Motto, ab 60 Quadratmetern pro Person kann davon ausgegangen werden, dass eine positive Sozialprognose gestellt wird. Also ich kenne Menschen, die beengt wohnen, die nicht dazu neigen, Personen totzutreten oder totzuschlagen. Also das eine mit dem anderen in Verbindung zu bringen, ist schon lächerlich, zumal es tatsächlich nicht stimmt. Das ist ja das Nächste. Es war ja wiederum eine dieser Ergüsse von Nancy Faeser, wo du nicht weißt, Wahrheit oder Dichtung, aber es passt in ihr persönliches Narrativ, dass die Gesellschaft in Haftung, im Gesamten betrachtet, in Haftung genommen werden soll, weil wir nicht gut genug dafür sorgen, dass Menschen, die hierher kommen, hier integriert werden. Also diese Hol- und Bringschuld wirft sie seit Amtsbeginn wunderbar durcheinander. Ja, also im Grunde genommen ist die Frau seit dem ersten Tag ihres Amtsantritts rücktrittsreif. Ja, Und niemand merkt es. Also es selbst ist, ihr Chef Olaf Scholz. ja, man muss ja dazu sagen, bis auf unsere ehemalige Verteidigungsministerin, die er dann doch entsorgt hat, fällt es ihm auch sehr, sehr schwer, sich von erwiesener Unfähigkeit in seinem Kabinett zu trennen. Also das ist ja etwas, was ihn auszeichnet. Aber gerade bei Nancy Faeser ist es ja so, auch zwischenzeitlich ihre Teilzeit. Sie ist ja in Teilzeit gegangen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer in der freien Wirtschaft könnte zu seinem Chef gehen und sagen, du pass mal auf, ich habe vor, bei einer anderen Firma anzufangen. Ich bewerbe mich jetzt mal da und schau mal, ob die mich haben wollen. Wenn die mich haben wollen, bin ich weg, mit jeder Konsequenz. Ich werde auch jetzt schon bei denen so ein bisschen Probe arbeiten. Wenn das nicht klappt, bin ich auch wieder hier. Denn ihr Versuch, in Hessen Ministerpräsidentin zu werden, ich meine, A, war es von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber B, die Dreistigkeit in einer Zeit, in der wir schon innenpolitisch so unter Feuer gestanden haben, wo es so viele ungelöste Aufgaben gab, zu sagen, meine 100%, die ja ohnehin schon maximal limitiert sind, weil sie weder die Leistungsfähigkeit hat, jetzt auch noch mit der Leistungswilligkeit auf 50% zu gehen, das war schon ein ziemlich dreistes Stück. Und dann nicht die Kruspe zu haben, um zu sagen, ich gehe all in,
Ich glaube an mich als Ministerpräsidentin von Hessen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann gehe ich wieder in die Privatwirtschaft und hoffe, dass mir irgendjemand einen Job als Rechtsanwältin. Sie ist Juristin, gell? Glaube ich jedenfalls, dass sie eine der wenigen im politischen Zirkus ist aus dem sozialistisch rot-grünen Lager, die einen Abschuss hat. Aber das ist eine andere Baustelle. Bleiben wir mal bei ihr. Denn ich möchte ganz gerne an der Stelle auf die Bundeszentrale für politische Bildung zu sprechen kommen. Denn Leute, für euch, es gibt diese Clips, über die Peter gleich reden wird, die Clips gibt es nicht mehr. Es gibt nämlich brandaktuell, seit ein paar Stunden ist es raus. Man hat die Clips, über die wir jetzt reden, aus dem Netz genommen. Man hat nämlich erkannt, dass sie nicht im geringsten den Qualitätsstandards eines politischen Beitrags entsprechen. Also das nur so am Rande. Aber immerhin mit knapp 100 Millionen Euro subventioniert vom Innenministerium gibt es in Deutschland die Bundeszentrale für politische Bildung. Und Peter hat sich mit denen beschäftigt, und zwar heute, 5. Juli 2024. Ja, also ich weiß nicht mehr, was Satire ist und ich weiß nicht mehr, was Wirklichkeit ist. Aber als ich diesen Clip gesehen habe, über den sich im Übrigen Julian Reichelt und News auch schon echauffiert haben, die auch schon festgestellt haben, dass der jetzt flugs auch aus dem Netz genommen worden ist, weil sie gemerkt haben, was sie da produziert haben. Es bleibt aber im Netz erhalten. Das ist ja das Schöne dann am Netz, neben vielen Nachteilen. Es ist so, es impliziert oder es soll implizieren, dass das sogenannte Sommermärchen 2006 ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte gewesen ist, der uns wieder einen enormen Rechtsruck beschert hat. Man könnte sagen, dass man vielleicht sogar Clinzy nazifiziert. Ja. Und da muss ich sagen, da ist für mich wirklich die Grenze des guten Geschmacks, lange überschritten. Vielleicht für euch auch zum Zusammenhang, weil die Clips gibt es nicht mehr, aber folgende Idee hatte Professor Eni, auch das findet ihr unten, wir verlinken mal zu seiner steilen These, wie Sie es genannt haben. Er stellt einen kausalen Zusammenhang zwischen den flatternden, leichten Gemütszustand, den flatternden, wehenden Fahnen 2006, den Sommermärchen, und dem Aufkommen der Pegida plus dem dann durch, so nennt er es, dem aufkommenden Nationalismus in Deutschland her, was in keiner Weise sich zum Beispiel in den zwischenzeitlich stattfinden, weil 2006 ist das eine, wir schreiben 2024, dazwischen liegen 18 Jahre, dazwischen waren Bundestagswahlen. Hätte es hier eine Entwicklung gegeben, dann hätte man die im Rahmen von Kurven nachvollziehen können, wie hier Zustimmungen sich verändert haben. War nicht der Fall. Aber man hat jetzt diese Serie rausgebracht. Ist dir aufgefallen, wie aber Nancy Faeser darauf reagiert hat? Weil das war das Bemerkenswerte für mich an der Stelle. Mist passiert überall, und das ist genauso wie bei diesen Jugendsendern von ARD und ZDF bei Funk, dieser Krabbelstube, die wir mitfinanzieren mit Millionen. Aber auch hier ist es dann so, ja, mein Gott. Ist halt so, wir nehmen keinen Einfluss auf den Inhalt. Wie siehst du das? Sie ist Innenministerin. Sie ist jemand, die normalerweise ja hier in Amt und Würden stehen sollte und in Verantwortung, auch so etwas zu klären. Ja, aber das Thema Verantwortung ist jetzt wieder eins, das man in diesen Zeiten völlig anders deutet, als wir es in unserer Jugend und bei unserem Aufwachsen gelernt haben. Das Thema Verantwortung entschwindet mehr und mehr so aus meinem gedanklichen Gefühlsbereich. Natürlich wäre es die Pflicht von Nancy Faeser gewesen, hier einzuschreiten und nicht nur einzuschreiten, sondern auch Köpfe rollen zu lassen. Aber das scheint in der heutigen Politik irgendwie auch keine Konsequenz mehr zu sein. Umso mehr ist es aus meiner Sicht eine Unverschämtheit, wenn man den Gedanken hinzufügt, dass das hier alles Steuerzahlersgeld ist, was hier investiert wird. Und da geht es ja nicht um 10.000 oder um 100.000, da geht es um Millionen von Euro deutschen Steuergeldes, was für so ein Unsinn. Man muss sich nur die Moderatorin noch mal angucken. Also entweder hat die kein Geld, sich einen vernünftigen Friseur zu leisten, da sollte sie mal zu Frau Baerbock gehen.
Die hat ja bestimmt noch Kapazitäten frei. Oder sie hat sich einen Pinkelpott auf den Kopf gesetzt und hat einfach mit der Schere dran vorbeigeschnitten. Das muss man sich mal anschauen. Und sie bezeichnet sich als Moderatorin. Wenn das der Standard der Gegenwart ist, dann gute Nacht. Ja, aber das geht alles in einen Stil des linken Narrativs, weil auch darauf nichts zu geben, vermeintlich oberflächlich sich auf Inhalte zu fokussieren und alles andere hinten anzustellen, was ja genau kontraproduktiv oder diametral gegen das läuft, was zum Beispiel eine Annalena Baerbock an den Tag legt, die ja nicht wie ein Totengräber rüberkommen will. Für mich ist das Ganze aber der Abgesang auf Glaubwürdigkeit. Wenn das Ergebnis ist unserer Bundesanstalt für politische Bildung, wenn du dir mal vorstellst, welche Verantwortung die auch haben, deren Informationen dienen der Bildung, werden in Schulen genutzt, um die nachkommenden Generationen mit Wissen aufzumunitionieren. Und normalerweise sollte man glauben, dass es hier um Themen geht, wie zum Beispiel 1972. Wenn man sich mit sportlichen Ereignissen beschäftigt, bevor man das Sommermärchen 2006 auseinandernimmt, wäre es meiner Meinung nach viel sinnvoller gewesen, was ist damals im Olympischen Dorf passiert? Was war die Motivation der Anschläge? Und dann unter Umständen die unterschiedlichen Sichtweisen und die daraus entstandenen Entwicklungen, dass man zum Beispiel die Bundespolizei aufmunitioniert hat damals, dass man erkannt hat, dass man hier eine Schnelleingreiftruppe braucht. Dass die GSG 9 damals gegründet wurde und kurze Zeit später, es waren einige Jahre, aber später in Mogadischu unter Beweis gestellt hat, wie sinnhaft es ist, wenn man wehrhaft ist. Das wäre für mich im Rahmen der politischen Bildung meines Erachtens viel, viel sinnvoller, als dass man hier hingeht und aberwitzige Konstruktionen herstellt zwischen wehenden Fahnen und einer nationalistisch geprägten General, eines nationalistisch geprägten Generalverdachts gegen die gesamte deutsche Bevölkerung. Ja, also hätte man das damals in dem Sinn dessen, was du jetzt gerade geschildert hast, 1972 gemacht, das ganze Thema aufgearbeitet und einer sachlichen Betrachtungsweise zugeführt, würden wir heute nicht mehr über pro-palästinensische Proteste sprechen. Wir hätten nicht die ins Land importierte Judenfeindlichkeit, die zumindest mal von den Menschen, wenn sie denn ausgeübt wird, auch vernünftig geahndet wird, und zwar konsequent. Das ist nicht der Fall. Es geht weiterhin an erster Stelle der Kampf gegen rechts, der sogenannte Kampf gegen andere Meinungen, die aus der sogenannten rechten Ecke kommen. Und das ist für mich eine völlig falsche Gewichtung der politischen Prioritäten in Deutschland. Vollkommen richtig. Und ich glaube auch, und damit schließen wir da den Kreis, die Situation ist ja die, wir müssen uns ja damit beschäftigen, Woche für Woche, oder wir wollen das, wer hier die Hauptikonen sind, wenn wir den Muckefuck verleihen. Ihr seid aber gefragt, meine lieben Freunde, denn wir nehmen uns da raus. Wir stellen euch nur den Vorspeisenteller zusammen. Wen wir da diese Woche drauflegen, ist auf jeden Fall nochmal Nancy Faeser. Da bleibe ich bei Dieter Thomas Heck. Die hat es verdient, nochmal in den Ring zu klettern, mehrfach. Aber auch da gilt, nach dreimal dabei, dann werden wir sie aus dem Rennen nehmen. Aber noch steht sie als leuchtende Ikone vorne mit dabei. Wen würdest du noch mit ins Rennen schicken? Ja, mir geht die Fantasie aus. Aber auf jeden Fall Annalena Baerbock. Dann nehmen wir die Baerbock mit dazu. Also ihr schreibt mit, ansonsten findet ihr auch da den Link wieder in der Videobeschreibung. Annalena Baerbock, Nancy Faeser und ich glaube, in der Runde eine dritte Frau wäre ganz gut. Wir nehmen die Schäpli noch dazu. Safsan Schäpli darf da nicht fehlen. Also uns darf keiner vorwerfen, wir würden die Frauen zu kurz kommen lassen. Also bei der Wahl des Muckefucks der Woche sind sie dieses Mal doch hübsch dekoriert und hübsch präsentiert. Und ihr könnt wieder abstimmen. Und vielleicht knacken wir ja diese Woche die 1000 Menschen, die hier ihr Kreuz ins richtige Feld machen. Peter, was jetzt für mich ein Herzenswunsch ist, ich wünsche dir am Solarer Berg in Rot alles, alles erdenklich Gute. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video seht, hat er ihn wahrscheinlich schon hinter sich. Ach, übrigens, Leute, das ist eine Triathlon-Langdistanz. Wir haben eben über den Flug von Frankfurt nach Luxemburg gesprochen, den Annalena Baerbock
mit dem Flugzeug zurücklegen musste, weil es sonst zu anstrengend geworden wäre. Peter fährt die 180 Kilometer heute am Sonntag mit dem Rad, nachdem er vorher 3,8 Kilometer geschwommen ist und hinten drauf noch einen Marathon zu bewältigen hat. Also die Daumen sind gedrückt. Was hast du dir vorgenommen? Was soll es werden? Das ist so komisch im Moment. Auf jeden Fall möchte ich eine 11 am Ende in der Zeit haben. Das heißt also unter 12 Stunden reinkommen, was in meiner Altersklasse normalerweise dafür reichen müsste, zumindest mal zur Siegerehrung zu müssen. Und ich wünsche mir einfach ein schönes Rennen, will versuchen, da entspannt ranzugehen, wie viele meiner Community-Mitglieder mir auch in ihren Postings jetzt auch wünschen. Und ich werde das beherzigen. Genieß es. Seh die 11 Stunden als ein Privileg an. Leute, 180 Kilometer kann man also nicht nur im Flug verbringen, sondern auch auf dem Rad und das nur als Teildistanz eines wirklich harten Triathlons. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute. Wir sehen uns wieder nächste Woche, dann, wenn es zum 5. Mal zum Critical Coffee geht. Und ihr, meine lieben Freunde, schaut mal rein bei Peter, bei Facebook oder bei Telegram, ihr findet die Informationen dazu in der Videobeschreibung. Ciao, Peter. Ciao, Chris. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht.